Moin Moin und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe nämlich heute wieder tatkräftige Unterstützung geholt, nämlich Dennis. Moin Dennis. Moin. Dein kompletter Künstlername ist Dennis Dieb, wenn ich mich nicht täusche. Und da sind wir eigentlich auch schon mitten beim Thema. Wir wollen nämlich heute über unsere Arbeitspersona sprechen. Wie bist du zu dem Namen Dennis Dieb gekommen? Ich habe ganz zum Anfang meiner Arbeit auch unter meinem also bürgerlichen Namen gearbeitet und das relativ schnell eingestellt, weil es dann anfing, irgendwie so Facebook-Freundesanfragen zu bekommen und ich merkte, dass ich selber eine Arbeitspersona brauche, dass ich für mich das irgendwie voneinander trennen können muss, so dass es irgendwie klarer wird, was ist irgendwie Arbeit und was ist irgendwie nicht Arbeit. Und dann habe ich meinen erster Hangsname, also ich arbeite im Wesentlichen über Hangs, so dass die quasi schwule Escort-Plattform war Devote Deep Throat, was glaube ich eine ganz gute Zusammenfassung ist von was ich ganz gern mache und Deinen Künsten. meinen Künsten, ja. Das ist und dann kam dazu, dass ich nach so ein paar Monaten, also als ich irgendwie als Escort gearbeitet habe, in Barcelona war und angefragt wurde für so ein paar kleinere Pornproduktionen. Und Deep Throat ist kein Name und Deep fand ich als Name irgendwie ganz cool. Und dann kam Dennis nochmal dazu, was so ein bisschen, also die deutsche Version von Dionys ist, dem griechischen Gott der Lust und Unzucht und Also der, der des Spaß macht. Weines. Und Dennis war dann irgendwie so eine ganz nette Kombination. Ist ein sehr normaler Name, den kann man irgendwie total normal nutzen und trotzdem kann man da so ein bisschen Geschichte hinterbauen. Wie hast du eigentlich, genau, also du hast ja gerade erzählt, dann hattest du auf Facebook Freundschaftsanfragen von Kunden. Wie hat sich das für dich angefühlt und wo war da für dich dann so dieser Punkt, das ist mir eigentlich unangenehm? Ich habe da gemerkt, dass ich für Kunden, also wir bieten einen Service und irgendwie eine Dienstleistung an, und ich muss die irgendwie umreißen können, was genau ich da irgendwie tue und was ich irgendwie anbiete. Und das war der Moment, an dem ich mir selber irgendwie auch klar werden musste und irgendwie auch diesen Anfragen irgendwie klar machen musste, dass ich eine Dienstleistung anbiete und nicht mein Leben. Und nicht ein, ja, und wir werden jetzt irgendwie alle beste Freunde. Und ja, ich meine, also die allermeisten meiner Kunden mag ich total gerne. Und trotzdem finde ich es wichtig, dass es irgendwie in so einem Rahmen bleibt. Wer irgendwie eine Stunde bucht, kann nicht 5 Stunden da bleiben. Das muss irgendwie gesetzt werden. Da brauchst du irgendwie diesen Rahmen für. Aber es gibt Bereiche, da gehört ihr nicht hin. So ein bisschen wie auch mit in normalen Jobs, irgendwelchen Arbeitskollegen oder irgendwie Kundschaft, so wenn ich, keine Ahnung, wenn ich meinen Friseur total gern mag, dann freue ich mich irgendwie auch immer wieder, wenn wir da sind, dann können wir über Dinge erzählen, das ist irgendwie total nett und trotzdem werden wir irgendwie nicht beste Freunde. Und was darüber ja noch häufig passiert, so wenn sie anfangen, so in diese Freundesschiene zu fahren, ist das dann so, ja, aber wir sind doch beste Freunde, können wir das nicht auch mal so für, und aber dir hat es doch auch Spaß gemacht, oder Ja, nicht? das liebe ich immer, dieses Spaßargument. Aber ich finde es auch immer wieder krass. Ich finde es sehr schön, dass du es auch aufführst. Ich finde das sehr, sehr spannend, weil viele Kunden eigentlich ja das Gefühl haben oder formulieren, oh, wir sind doch so dicke und es macht doch auch Spaß und da muss doch noch mehr hinter sein. Manchmal frage ich mich dann auch, aber willst du das tatsächlich? Willst du jetzt wirklich, dass ich mit meinem Herzschmerz ankomme und den unbezahlten Rechnungen und unser Date damit kaputt mache? Welchen Eindruck hast du davon? Ich glaube nicht, dass sie das wollen. Ich glaube nicht, dass sie da eigentlich wirklich reingucken wollen. Und das, was wir irgendwie machen, oder wenn irgendwie so ein Date nett abläuft. Und klar, also ich habe bei den meisten meiner Dates auch Spaß. Wenn nicht, wäre das ziemlich doof. Aber ich finde, dass alle Menschen irgendwie auch in ihren Jobs grundsätzlich Spaß haben sollten. Wenn ein Job überhaupt gar keinen Spaß macht, dann finde ich schon auch, dass es, wenn es irgendwie eine Möglichkeit gibt, da durchaus nachzugucken, ob man den Job nicht irgendwie wechselt und irgendwas findet, mit dem man grundsätzlich irgendwie okay ist. Und ich finde nicht, dass sich Arbeit darüber definiert, dass man keinen Spaß haben darf. So, nee, ich finde, Arbeit darf und soll durchaus auch Spaß machen. Und was ich merke, ist, dass mir so ein bisschen die semi-professionelle Theaterausbildung, die ich habe,
total hilft, in diese Persona irgendwie reinzuschlüpfen und zu lernen. Es gibt diverse Theorien, wie man irgendwie schauspielen kann, so wie man irgendwie gewisse Charaktere verkörpert, dass man sich eine Rolle einverleibt, dass man die Rolle, also wenn man darauf irgendwie gecastet ist, dass man sehr genau guckt, so von okay, was soll diese Person eigentlich in dem Stück, in dem Film, im was auch immer machen, und dieser Rolle dann relativ viel Background gibt und irgendwie guckt so von, ja, und was ist irgendwie so Lebenslauf von dieser fiktiven, von diesem fiktiven Charakter, was sind irgendwie Hobbys, auch wenn die eigentlich mit der Rolle erstmal nichts zu tun haben, sondern erst so in zweiter Instanz oder so oder vielleicht auch nie zu Erwähnung kommen. Aber es hilft total, sich quasi so eine komplexere Persönlichkeit aufzubauen, also diese Persona möglichst komplex aufzubauen, um sich dann besser reinversetzen zu können, um dann quasi aus dem eigenen Leben in diese Persona wechseln zu können. Und zeitgleich wiederum muss man aber auch sehen, dass die Person, also kein Schauspieler kann irgendwie alle Schauspielrollen spielen, kann immer nur spielen, was einem selber irgendwie auch liegt, wo man irgendwie einen Bezug zu hat. So ein bisschen haben wir das auch alle, also alle Menschen immer, dass wir ja unterschiedlich, also ein Stück weit unterschiedliche Persönlichkeiten haben, je nachdem, ob wir gerade mit unserer Oma telefonieren, ob wir irgendwie im Supermarkt sind, ob wir irgendwie, weiß ich nicht, an der Tankstelle irgendwie tanken oder ob wir mit Freunden feiern. So, da sind wir ja auch ein Stück weit andere Personen. So ähnlich ist es, glaube ich, mit der Sexarbeit und irgendwie dieser Arbeitspersona auch, dass unsere Kunden da eigentlich auch total glücklich sind, wenn wir gerade diese Sexarbeitspersona sind und da total drin leben und glücklich drin sind. Ich stelle ja oftmals auch fest, dass Kunden so eine Riesenangst davor haben, jemanden zu treffen, der in eine Rolle schlüpft und sind dann mal ganz entsetzt. Ich habe eher so das Gefühl, dass sie gar nicht so wissen, wie das eigentlich funktioniert und wie man da eigentlich so rangeht. Und wenn ich denen das so ein bisschen erklärt habe, war dann so, ach so, aha. Nicht ganz am Anfang, sondern irgendwann zwischendrin, dass ich merke, so ein Jahr, ich muss diese Persona, die ich irgendwie habe, ich muss sie mir selber so ein bisschen klarer machen. Und dann mal angefangen habe, mir einen Lebenslauf dafür zu schreiben. Du hast ja einen richtigen, cool. Der meinem eigenen schon sehr ähnlich ist, wo schon sehr viel irgendwie drin vorkommt. Und dann trotzdem irgendwie zu gucken, so von, ja, vielleicht so ein bisschen so die Dinge in meinem Leben, die ich nicht mag, ein Stück weit einfach rausgestrichen. Sehr ähnlich meinem tatsächlichen Lebenslauf, ist aber doch ein eigener. Nicht, dass ich es mir irgendwie ausgedacht habe. Also es ist nicht im Sinne von, ich habe diesen Lebenslauf irgendwie so, ich habe mich mal hingesetzt nachts und ja, was hätte ich dann ganz gerne irgendwie mal gemacht und wo wäre ich dann ganz gerne mal aufgewachsen? Ach, ich habe BWL studiert und dieses. Ach, und das wäre total schön so, ich bin eigentlich in New York aufgewachsen und habe irgendwie meine Grundschulzeit in Tokio verbracht und das wäre irgendwie total nett, aber das kann ich natürlich nicht rüberbringen, weil mein Englisch hat einen unfassbaren deutschen Akzent und ich spreche kein Japanisch und das ist natürlich irgendwie, das fällt zusammen, das ist Quatsch, sondern natürlich geht es irgendwie von meinem tatsächlichen Lebenslauf irgendwie aus. Dafür habe ich mir damals eben tatsächlich diesen Lebenslauf quasi geschrieben, um mir selber auch klar zu werden, so von, okay, was ist irgendwie okay, was ich erzähle und was ist okay, was ich nicht erzähle. Also wo kommen so Kunden irgendwie nicht dran? Wo kommen aber auch irgendwie Bekanntschaften irgendwie nicht dran? Also ich glaube, ich bin insgesamt schon ein relativ offener Mensch, der über relativ viele Dinge auch relativ offen redet. Und das ist auch okay, aber ich muss halt selber irgendwie gucken, wann ich was irgendwie erzähle. Und ich merke das mit diesem Lebenslauf, dass mir quasi eine Struktur gegeben hat, was ich grundsätzlich erzähle und auch nicht bei jedem Kunden irgendwie wieder überlege, so Mensch, ja, wir haben uns das letzte Mal vor 3 Monaten gesehen, was habe ich dem denn erzählt und was habe ich dem nicht erzählt, was erzähle ich da, was tue ich nicht. Das ist so ein bisschen dieses... Es fühlt sich dann so ein bisschen nach Lügen an, so von, okay, ja, was habe ich erzählt und was habe ich irgendwie erlogen oder was habe ich nicht erlogen? Und das war so ein Punkt, wo ich dachte, so, nee, das will ich nicht. Ich will nicht irgendwie anfangen, Kunden anzulügen, sondern ich bin halt eine Kunstfigur und ich biete irgendwie einen Service an und in diesem gewissen Rahmen. Und dieser gewisse Rahmen braucht irgendwie auch Hintergrundstory und das ist auch weitgehend meine persönliche Hintergrundstory. Aber das ist halt ein Rahmen und der muss irgendwie fest sein. So ein bisschen gestreamlinete und durchaus auch Wunschpersona, die ich manchmal ganz gern wäre und denke so, ja, manchmal bin ich total gerne sexy und lebe das da drin auch total gerne aus. Ja, genau.
Und dann ist aber auch wieder gut. So, dann ist auch irgendwann wieder vorbei und dann ist halt wieder echtes Leben. Das geht mir nämlich vor allem so, dass ich gewisse Seiten einfach auch nicht in meine wirkliche Person, das kann ich da gar nicht mehr integrieren. Also so dieser Vamp zu sein, also im Privaten bin ich unheimlich schüchtern und habe echt Probleme, Leute anzusprechen. Aber so als Josefa, so zack, nö. Ich kann auf jeden zugehen und ich kann mit jedem reden und wenn ich will, kann ich jeden ins Bett bekommen. Das ist dann einfach so ein Selbstverständnis, wo ich sonst mir jetzt viel zu viel Kopf machen würde. Mhm. Auf der anderen Seite ist dieses viel zu viel Kopf machen dann aber auch wieder was halt in meinem Alltagsleben auch wieder Vorteile hat. Also ich möchte am Ende des Tages auf gar keine dieser verschiedenen Rollen verzichten. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was ganz viele gar nicht so verstehen, dass es auch darum gehen kann, ja, gewisse Teile zu schützen und gewisse Teile auch einfach nach außen zu holen. Ich merke auch bei mir beispielsweise, dass ich vor der Sexarbeit gibt es eigentlich keinerlei sexy Bilder oder so, weil das ganz lange was war von, ja, irgendwie interessiert mich das, aber das macht man ja nicht und mich dann selber so ein bisschen da wegzensiert und nee, und das, aber wie Nacktbilder von mir, aber das ist ja, also das ist ja, und ich merke, dass diese Sexarbeitspersona da unglaublich großartig ist, weil es mir diesen Raum irgendwie aufmacht und ich es mir ein Stück weit auch einfach selber rationalisiere mit, ja, ich muss das ja machen, weil, also ja gucken, ich muss, also, ja, also muss das, ist, ja. Das ist ja einfach Arbeit. Und das ist ein Stück weit auch einfach Rationalisierung, wo ich denke so, ja, das könnte ich irgendwie privat auch machen und tue es nicht. Sondern inzwischen ist es auch total angenehm, finde das einfach so in diese Sexarbeitspersona auslagern zu können. Denkst du, ja, Dennis hat irgendwie den sexy Twitter- und Instagram-Account und der darf das irgendwie alles mal reinfließen und das ist irgendwie nett und vielleicht bringt es irgendwie auch noch Kundschaft, das ist irgendwie auch gut. Aber es ist halt so dieser Spielraum dafür irgendwie. Ja. Und den brauche ich tatsächlich auch genauso. Würdest du sagen, dass diese Persona und was du darum aufgebaut hast, dass es für dich das Arbeiten auch sicherer macht? Für viele Künstler und auch nicht nur für Sexarbeiten, auch für diverse Musiker und irgendwie Schauspieler, wie auch immer. Oder sonstige Kunstfiguren. Ganz viele davon arbeiten nicht unter ihrem bürgerlichen Namen. Und durchaus auch mal zu sagen, so von ja, und wenn man irgendwann aussteigen will, sondern dann haftet es nicht immer an einen, sondern man kann diese Persona einfach irgendwie mal abstreifen und dann ist irgendwie auch gut und dann macht man andere Dinge und die hängt nicht immer an einen. Solange irgendwie in dieser Persona ist es irgendwie alles immer total geil und sexy und erotisch. Mhm. Und ab und dann habe ich auch einfach überhaupt gar keinen Bock mehr auf Sex und Erotik. Und ich so, boah, nee, weißt du, ich will irgendwie in Jogginghose auf der Couch rumgammeln und Netflix gucken. Wie kommen wir denn jetzt so authentisch? Das weiß ich auch nicht. Was ist denn eigentlich authentisch? Und wann sind wir authentisch? Und sind wir an einem Tag, wo wir krank sind, authentischer als an einem Tag, an dem wir gut gelaunt sind? Ich glaube ja, dass an dem Punkt, an dem wir über Authentizität reden und darüber nachdenken, wie authentisch wir sind, wir nicht mehr authentisch sind. Und wenn man aber an sich selber diesen Anspruch hat, möglichst authentisch sein zu wollen, dann generiert man eine Idee davon, wer man irgendwie sein muss, die einen selber irgendwie zensiert. Ja. Ich glaube, das ist auch das, also wenn etwas tatsächlich authentisch ist, ist es halt, sich nicht die Gedanken darum zu machen, was will jetzt das Außen eigentlich? Und auch nochmal, also ich merke auch, dass also auch mit Kunden, wenn ich da irgendwie drüber rede oder sagen so von ja und das ist irgendwie hier diese Rolle und die ich irgendwie mache und das ist irgendwie gut. Ich aber auch den Eindruck habe, dass die Kunden mich durchaus als authentisch wahrnehmen, weil ich ihnen klar mache, dass ich nicht authentisch bin. Also weil ich ihnen klar mache, dass es eine Rolle ist. Ja. Und das wiederum gibt ja eigentlich diese Transparenz da irgendwie rein, sagen so von ja, ich bin gerade irgendwie diese Rolle und das ist irgendwie total nett. Und also wenn sie darüber reden wollen, wir können das auch sein lassen, einfach geil rumvögeln. Aber es dann doch irgendwie drum geht, so von, Menschen sind geil. Ja. Oder irgendwie Persönlichkeiten sind geil. Und ja, irgendwie der Arsch oder irgendwie das Sixpack oder die Titten oder so. Ja, das ist... Ist ein good to have, aber wenn es halt nicht da ist, ist das im Vergleich zu, wie die Persönlichkeit ist und was die Leute insgesamt machen, ist mir irgendwie ein Arsch oder Sixpack oder whatever so unglaublich egal. Ja, die Erfahrung, da war ich tatsächlich auch mal sehr, sehr erstaunt, als ein Kunde meinte, nee, optisch gefällst du mir eigentlich nicht.
Aber ich finde, also im ersten Moment war das so, ach du Scheiße, was mache ich denn jetzt? So, was ist das denn jetzt? Und als er das, also dann fing er an zu erklären, ja, ich stehe auf einem ganz anderen Typ, aber der Typ Mensch, der bei dir durchkommt, so, ich habe hier das Gefühl, ich kann hier loslassen und entspannen und ja, deswegen komme ich eigentlich. Und wo ich mir, ach so, ja, nee, macht total Sinn, ja. Kenne ich selber auch, dass ich Sex mit Menschen habe, die ich jetzt nicht attraktiv finde, wo aber der Rest irgendwie gut funktioniert, weil die menschliche Ebene einfach läuft und... Also ich würde sagen, also es muss bei mir, ich bezeichne die auch durchaus als attraktiv, aber halt nicht im Sinne von körperlich attraktiv, sondern als Mensch attraktiv. Mhm, sagen so, genau. Von ja, und dann ist der Bauch halt irgendwie dick oder dünn oder groß oder klein oder was auch immer ich gerade irgendwie sexy oder nicht sexy finde an irgendwie so körperlichen Eigenschaften. Aber das hat zumindest bei mir unglaublich wenig Einfluss im Vergleich zu, wie die Leute sind, so wie sie reden, wie sie sich geben, was sie irgendwie mit ihrem Leben machen. Das finde ich, ja, also so das Benehmen von Leuten hat so viel mehr Einfluss drauf. Super, Dennis, ganz, ganz lieben Dank für dieses schöne Gespräch und ja, für die Einblicke. Ich hoffe, für den einen oder anderen war das tatsächlich auch interessant und ich hoffe, dass jetzt alle Kunden auch wissen, nein, nicht fragen, wie heißt du denn wirklich? Es hat tatsächlich einen Grund, warum wir so heißen und uns so verhalten. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns am nächsten Sonntag wieder. Ganz vielen lieben Dank, liebe Josefa, für das Interview, für die Einladung, für das Erzählen. Und ja, danke dir und danke den YouTube-Menschen da draußen. Also ihr seid gemeint. Danke euch. Ciao. Tschüss.